Nun in der nächsten Unit. Mal schauen. Infiltrate Command Center and destroy the Moonbase. Gain access to the Command Center. Destroy all resistance. Destroy all resistance. Wieder mal eines meiner Lieblings... Oh Gottes Willen. Ziele. Diesmal tatsächlich das Exit hier sogar noch sichtbar. Das Exit aus dem... letzten... Raketenwerfer ist gegen die eigentlich gar nicht so gut, aber viel Munition war einfach drin. Mal schauen, wir haben doch bestimmt auch wieder, ja, sehr viel in dieser Waffe. Man, wir hatten eigentlich auch gar nicht so viele Gegner und es sind jetzt gerade nur solche. Es wundert mich gerade ein bisschen, wir haben irgendwie 38 Gegner nur, aber dafür 5 Secrets. Oh, und wir haben immer noch verringerte Schwerkraft. Na gut. Warum sollte die jetzt auch wieder normal sein? Schließlich sind wir ja eigentlich immer noch in demselben Gebiet. Aus irgendeinem Grund zwar eine neue Unit. Aber wir sind ja eigentlich kein Stück wirklich gereist. Wir sind ja echt wirklich bei dem Exit vom letzten Level noch. Jetzt ist ja wieder einer von diesen krassen Typen hier. Mal gucken. Ich glaube, damit könnte ich ihn doch ganz gut auch von hier unten schon wegmachen. Boah, jetzt muss ich echt nur hoffen, dass dafür, jetzt so wenig Gegner hier sind, dass sie da nicht gedacht haben, dann pack mal ein paar von diesen Reparaturrobotern rein. Weil wenn so einer wiederbelebt werden würde, wäre schon ätzend. Er braucht lang genug zum Sterben. Dann muss der nicht auch wiederkommen. Ob das eine kluge Idee ist, ich weiß es nicht. Okay. Es geht theoretisch. Es geht sogar relativ gut. Ich muss nur dann nicht irgendwo gegenknallen. Und irgendwie es schaffen, da oben zu bleiben und nicht wieder runterfliegen. Aber es scheint gut zu klappen, weil ich meine, upsala. Die Waffe bitte. Oder geht es nicht? Ich weiß, bleib ich hier irgendwo hängen oder ist da wirklich eine unsichtbare Wand? Das könnte auch sein. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es jetzt nicht geht, dann muss da wirklich eine unsichtbare Wand sein. Nee, warte, das ging. Das zählt nicht, weil ich bin gegen die Kiste. Einmal noch. Ich möchte nicht gegen die Kiste direkt fliegen. Nee, da ist definitiv eine unsichtbare Wand, okay. Weil ich meine, es hätte sich ja gelohnt. Ich habe eine Rüstung abgezogen bekommen und da oben war eine Rüstung direkt wieder. Ich hätte ja sogar, ich sag mal, Plus gemacht, sozusagen. Also da war doch gerade ein Gegner. Oh Gott, da ist noch so einer. Na, verdammt. Warte mal, da brauche ich doch mal... Nee, eins weiter noch. Genau das hier. Oh, scheiße. Komm. Ah, fuck. Die rüste ich am besten direkt aus, die Waffe. So. Das versuchen wir direkt noch einmal. Die Gegner sind aber auch heftig, muss man sagen. So, machen wir den hier schon mal weg. Sehr schön. Ey, wieso haben die sich denn gebettelt? Ja, komm ruhig hierher. So langsam finde ich tatsächlich Gefallen an dieser Waffe. Die ist eigentlich richtig cool sogar, wenn man mal ein bisschen... weil sie mit der umzugehen hat. Das ist hier eigentlich gar nicht mal so scheiße.
Irgendwie gefällt die mir gerade echt ganz gut, die Waffe. Gut, das heißt aber nicht, dass ich jetzt für jeden Gegner verwenden muss. Wenn ich gegen die einfach wirklich mit der Doppelläufigen einfach nur ein bisschen reinrotzen muss. Muss ich nicht aber zielen oder mich in irgendeiner Form anstrengen. Und es kommen trotzdem die Ergebnisse. So, warte mal, da haben wir doch... Da haben wir doch was Schönes. Mal, hier kann ich ja sogar auch so über die Kisten... Boah, man rutscht hier gerade so übel. Okay, oh. Von wo kommst du? Es sind immer noch nur 38. Heißt, noch ist niemand wiederbelebt worden. Bis jetzt scheint da noch kein so ein Roboter zu sein. Was mich irgendwo schon... A Secret Room? Was? Wo? Ich habe ein Secret gefunden. Ich habe doch nur auf den Typ geschossen. Ach so, das habe ich aufgeschossen. Okay, gut. Da muss ich mir das merken, bis ich da oben bin. Oh, scheiße. Oh, da haben wir ja noch so eine Kiste. Ich guck mal ganz kurz, was die macht. Ist aber nur das hier. Ja, wir müssen irgendwie nach da oben auf jeden Fall. Aha. You found a secret. Sehr schön. Dann gehen wir mal da lang. Sehr schön. Nun müsste irgendwo noch die seine Gegner sein. So, das hier wird auch 100%ig ein Secret sein. Das ist doch klar. Oh Mann. Komm, stirb. Sehr schön. Okay. Ja, nice. Das läuft echt gut mit Secrets, muss man echt sagen. Oh Gott, das ist ein... Ja, guten Tag. Ich hab grad viele Granaten. Die wirst jetzt alle du zu spüren bekommen. Ah, shit, ich bin leider festgehangen. Okay, er stirbt. Okay, hier geht's nur nicht entlang. So, oh. Ja, da ist der hier. Oh, verdammt. Oh, shit. Hätte nicht gedacht, dass er so schnell nochmal schießt. Das ist jetzt nicht... Ah, dachte schon. Wenn ich jetzt Fail gespeichert hätte, das wäre ätzend gewesen. Aber ist ja glücklicherweise nicht passiert. Aber die Dinger fliegen schneller, als man denkt. Die Projektile von dem. Aber wenigstens kann man denen ganz gut ausweichen. Im Gegensatz zu den Dings, im Gegensatz zur Railgun-Variante von den Typen. So, jetzt habe ich auch mal Granaten wieder verwendet. Jetzt brauche ich dringendst Leben, aber da liegt ja ein bisschen was. Nicht allzu viel. Hier ist jetzt auch noch so Laser Zeugs, aber nicht so schlimm. Oh, eine BFG, nice. Nicht okay. Hey, jetzt lass mich doch mal ganz kurz da hingehen zuerst, bitte. Das ist gar kein Secret, hätte ich jetzt eigentlich eher sogar mit gerechnet. Ja, da muss ich glaube ich ein bisschen... Oh. Oh ja, super. Das wird jetzt ein bisschen nervig. Na. Nice, wenigstens haut die Waffe halt so gut rein, dass auch die im eigentlich... relativ schnell sterben. Und sie hat halt auch die Fähigkeiten, die auf Range gut zu töten. Ganz genau, das wollte ich doch erreichen. Weil möglicherweise kommt man hier schon rüber. Naja, easy.
Die hier mussten ja nur tot sein. Dann kann man sich mal das hier holen noch aus dem Secret-Raum. Dann nochmal 3 Secrets, sonst fehlen nur noch 10 Kills. Oh Gott, schon wieder so einer. Oh, noch so einer. So, jetzt muss erstmal, genau, der Kleinkrusch muss zuerst weg, bevor ich mich um den Großen kümmere. Sehr schön. Machen wir das damit mal weg, da ist viel Munition drin. Sehr viel Munition. Ich hoffe immer noch, dass den ihr Schild sich nicht regeneriert oder so. Nein, oh verdammt, die fliegen echt schneller als man erwartet. Das täuscht halt echt voll. Man denkt einfach, die sind gar nicht so schnell, die Dinger. Ich weiß auch nicht, die... Vielleicht liegt es auch daran, wenn man sie selber feuert, sind sie eigentlich relativ langsam, die Projektile. Oh, scheiße. Na, egal. Solange nur schlägt, ist noch okay. Komm. Aber das Kampffeld ist ja auch ein bisschen unvorteilhaft. Einfach weil hier die ganze Zeit diese kleinen Erhöhungen sind. Und durch die Schwerkraft wird man die ganze Zeit nach oben katapultiert. Wenn man hier mal ein bisschen aneckt, sag ich mal. Und dann ist man mal eben schnell bewegungsunfähig relativ. In der Luft hat man definitiv nicht so gute Bewegungsfähigkeiten, wie wenn man noch auf dem Boden ist. Mann, noch mal so einer. Ja, komm dann. Was du kannst, kann ich schon lange. Ich kann dich auch damit zuballern. Und das wirst du jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Hehe. Ey, die Waffe ist eigentlich echt nicht schlecht. Vor allem gegen die Gegner. Oh, verdammt. Es ist da oben noch so ein Laser. Typ, aber kein Problem, ist tot. Sehr schön. Oh, komm, stirb doch einfach, danke. Nun. Oh, verdammt. Jetzt, ach so, manchmal tut er die mir auch in Lauf schießen, kann das sein? Die kam nämlich ein bisschen anders geflogen, als ich erwartet hatte. Eigentlich war ich ja am Rennen, oder täusche ich mich? Naja, aber mit der Waffe geht es auch voll schnell, das ist ja absolut kein Problem. Oh, das sieht aus nach Gebietsüberschreitung. Ja, dann würde ich sagen, suche ich einfach mal ein paar Secrets. Okay, ich habe noch keinen Secret, aber schon mal einen Gegner gefunden, wieder so einer. Das ist hier in dieser Halle, da wo ich auch hier hochgesprungen bin. Wollte ich mal hier lang nochmal gehen. Ich dachte, da wäre ich schon gewesen, aber anscheinend nicht, weil hier lebt noch der da. Hier lag auch noch Leben. Ich zeige euch gleich, wo ich das noch gefunden habe. Sehr schön. Und zwar hier oben auf dem... Von da oben kommt man da natürlich sehr einfach hin. Dann zeige ich euch noch ganz kurz... Da oben auf dem Stapel Kisten, da war auch noch ein Rucksack. Wer den also braucht, der findet ihn da. Jetzt gehe ich mal in die Richtung und guck mal, ob hier noch vielleicht der letzte Gegner ist. Ah, das ist... Das ist hier. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so Schönes. Ah, warum sind da zum Beispiel die Fässer? Mir fehlt noch ein Gegner, nicht wahr? Das ist natürlich... Das ist natürlich so eine Sache. Was ich jetzt auch gucken möchte, ist... Wenn ich von hier aus, dann kann ich das hier ganz kurz gucken, ob hier irgendwas ist noch. Nee, anscheinend nicht. Hier ist nichts. Okay, ja gut, dann suche ich mal weiter Secrets. Ah, hier ist tatsächlich doch etwas. Und zwar... Hier bei diesen Kisten. Tada!
Okay, und noch das letzte Secret, das ist hier. Direkt beim Exit. Hier haben wir einen Schalter zum Anschießen und zack. We found a secret area. Ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Dann springen wir mal. Nicht runterfliegen. Sehr schön. Aua. Egal, wir haben ja die Rüstung gehabt. Wo der letzte Kill ist, weiß ich jetzt leider nicht. Den habe ich auch nicht mehr gefunden. Und dann hat der relativ viel Glück, er darf am Leben bleiben. Jedenfalls gehe ich jetzt mal ins nächste Level.